Wie bereits angedeutet, gibt es für das Rätsel als Textsorte nicht nur mit anderen Gattungen Überschneidungen in den Merkmalen, Kontexten bzw. Rahmensituationen und auch Überlieferungszusammenhängen, wie sie etwa Jolles, Tomasek oder Löwenthal formuliert haben. Auch in systematischer Hinsicht ist die Abgrenzung das Rätsel von bloßer Verrätselung oder gar Rätselhaftigkeit im Sinne von intendierter oder nicht intendierter Unverständlichkeit schwierig und wird je im Gegenstand und gemäß individuellem Frageinteresse neu und anders konturiert. Nicht aber, dass verallgemeinerbare Überlegungen sich je als konsensfähig erwiesen hätten. Das ist mithin auch ein disziplinäres Problem der Textwissenschaften unter sich, Linguistik, Literaturwissenschaft und so weiter. Und darüber hinaus interdisziplinär ausgreifend, Kulturgeschichte, Ethnologie, Kommunikationswissenschaften, Psychologie, Philosophie, Informatik und so weiter. Je ist mit anderen medialen, ästhetischen, strukturellen und diskursiven Verfahren zu rechnen, die in Formen von Verrätselungen bis hin zu Rätseln münden. Die Fragen, die sich für uns als AltgermanistInnen stellen, die sich unter anderem mit mittelalterlichen Rätselbüchern, schwer verständlicher Lyrik und Verrätselungsmotivik in narrativen Texten konfrontiert sehen, sind zunächst begrifflicher Natur, noch bevor mit Gattungsmerkmalen weiter differenziert werden kann. Was meinen wir, wenn wir, wie ubiquitär gerade in der Mittelalterphilologie, sagen, etwas sei rätselhaft? Was sind sogenannte Verrätselungsstrategien literarischer Texte? Ist das Ergebnis solcher Verfahren nur rätselhaft oder doch schon ein Rätsel? Wie verhalten sich die Begriffe Rätsel, Rätselhaftigkeit und Verrätselung, die offenbar nicht auf einer systematischen Ebene liegen, strukturell zueinander? Während Rätselhaftigkeit etwas über den hermeneutischen Zustand eines Textes auszusagen scheint Verrätselung einen Handlungsaspekt eines Autors, einer Autorin an einem Text zu meinen. Ist das Ergebnis dann rätselhaft und daher ein Rätsel? Denn man könnte meinen, die Begriffe stehen in einer Sukzession. Die sind nicht nur Wortspielereien, sondern angesichts der Forschungslage zum Rätsel und zu Verrätselungsformen, insbesondere in der mittelalterlichen Lyrik und der Beschreibungsnotstände allgemein gegenüber historisch altheritären Gegenständen, auch und gerade vor dem Hintergrund einer Longue Durée der Literaturgeschichte ernstzunehmende Überlegungen. Die Altgermanistin Beatrice Trinka hat im Jahr 2016 einen transdisziplinären Sammelband herausgegeben, der Beiträge aus den medievistischen und frühneuzeitlichen Philologien, der Religions- und Musikwissenschaft und der Wissenschaftsgeschichte versammelt, die ästhetische, poetologische, wissens- und bildungshistorische sowie systematische Aspekte von Verrätselung diskutieren. Ihre Einleitung enthält eine regelrechte Explosion von Begriffen und Zuschreibungen an die Rätselhaftigkeit mittelalterlicher Artefakte. Sie lassen sich ungefähr in zwei Gruppen teilen, welche der binarischen Struktur des Rätsels entspricht, das heißt Frage und Antwort, beziehungsweise die jeweils produktions- oder rezeptionstheoretisch orientiert sind. Ich habe dies in zwei Wordclouds sichtbar gemacht. Auf der linken Seite befinden sich alle von Trinka verwendeten Begriffe, die entweder synonym zur Verrätselung zu verstehen sind und ihre adjektivischen, näher beschreibenden Attribute. Sie sind diejenigen, die quasi auf der Seite des Leids, des Drucks, des Zwangs, der agonalen Herausforderung für die RezipientInnen stehen. Auf der rechten Seite stehen diejenigen Begriffe, die quasi auf der positiven Seite der Verrätselung zu verbuchen sind. Sie stehen alle im Kontext der Sinnerzeugung durch Verrätselung. Beziehungsweise appliziert auf das Rätsel, ohne dass wir überhaupt schon wissen, was das ist, durch die implizite Antwort. Die Clouds hätte man sicher auch so oder anders machen können, weil beide Seiten einander implizit sind und eigentlich nicht voneinander getrennt werden können. Das Rätsel bzw. die Verrätselung, um in Trinkas dominanter Begrifflichkeit zu bleiben, ist in diesem Sinne eine Kippfigur. Jedenfalls befinden wir uns insgesamt in einem ziemlich dichten, finsteren Wald aus Begriffen, mit dem wir zu beschreiben versuchen, was uns rätselhaft ist und/oder rätselhaft sein möchte. Schon da liegt ein wesentlicher Unterschied, der von den Beiträgen in Trinkas Sammelband stark berücksichtigt wird: die historische Signatur von Verrätselungsstrategien. Einen solchen historischen Zugriff möchte demgegenüber Burkhard Wachinger in seinem Beitrag zu Rätsel, Frage und Allegorie im Mittelalter tunlichst vermeiden. Ihm ist an einer universalistischen
Typennomenklatur von Rätseln und rätselähnlichen Gebilden gelegen. Dafür schließt er explizit alles aus, was historisch variabel ist, die individuelle Sprachgestalt, das heißt Metrik, Stil und Rahmenelemente. Mit letzteren meint Petsch auf den Wachinger. Hier hinweist, Sätze und Formeln, die am Anfang und Ende der Rätsel stehen, um unsere Interesse zu wecken, unsere Spannung zu erhöhen, die dem Ratenden die Schwierigkeit deutlich vor Augen führen und in der sicheren Erwartung, dass er die Lösung doch nicht finden werde, gewagte Versprechungen von hohen Belohnungen nicht scheuen, die bisweilen noch an die gute alte Zeit der ernsthaften Rätselwettkämpfe erinnern. Ein solches Beispiel wäre dieses hier. Ich habe in dem Fall nur das Rahmenelement notiert. Wachinger interessiert sich darüber hinaus auch nicht für stoffliche Gesichtspunkte. Das heißt, wenn die Unterscheidung von weltlich und geistlich, höfisch, nicht höfisch und so weiter, Fragen nach dem Lebensbereich der Rätsel und Fragen, das heißt nach dem Verhältnis von Mündlichkeit, Schriftlichkeit, Deutsch und Latein sowie den Gebrauchs- und Rahmensituationen. Dieser Ausschluss aller Gesichtspunkte, die einer historischen Typologie der rätselhaften Form angehören, ist mit dem Ansatz der volkskundlichen Forschung vergleichbar und hat insbesondere vor dem Hintergrund einer allgemeingültigen Gattungskontur durchaus seine Berechtigung. Problematisch scheint mir jedoch, dass der Medievist Wachinger seine Beispiele ausschließlich dem lateinischen und deutschen Mittelalter entlehnt und dazu noch die Signifikanz des Einzeldenkmals in den Vordergrund stellt. Als Grundlage seiner Definition zieht er sich auf Aristoteles und Isidor von Sevilla zurück. Seine Arbeit ist damit historischer, als sie zu sein vorgibt. Und der Titel seines Beitrags passt auch gut dazu. Grundlage aller Typen und Kategorien, die Wachinger im Folgenden konkretisiert, basieren auf zwei Annahmen. Erstens, es gibt ein echtes und wirkliches Rätsel, den er mit Petsch Grundtyp nennt und der eine feste Definition hat und haben muss, weil es sonst an der Stelle gar nicht weitergeht und stattdessen auf das hinausläuft, was bei Trinker ganz am Anfang steht. Nur allzu fest ist sie eben nicht, denn Wachinger kritisiert zu Recht Kriterien, die Petsch dem echten Rätsel zuschreibt, wie etwa die äußerst fragwürdige Lösbarkeit, die formale Durchgestaltung, die Wachinger schließlich durch eine rhetorische ersetzen wird, und den dichterischen Wert, der sich einem in der älteren Literaturwissenschaft noch zulässigen Geschmacksurteil verdankt, welcher der Historizität der Gegenstände jedoch heute als gänzlich unangemessen erachtet wird. Wachinger legt seine eigenen Definitionen zwei Zitate zugrunde. Das eine stammt von Aristoteles aus dem 4. Jahrhundert vor Christus. Der Begriff des Rätsels ist der, dass man, indem man von wirklichen Dingen spricht, Unmögliches verbindet. Das kann man nicht durch die Verbindung der eigentlichen Ausdrücke, aber man kann es durch die Anwendung der Metapher. Der andere Satz stammt von Isidor aus dem 7. Jahrhundert nach Christus. Enigma, Rätsel, ist eine unklare Frage, die schwer zu begreifen ist, wenn sie nicht erklärt wird. Zwischen der Allegorie aber und dem Enigma besteht der Unterschied, dass die Kraft der Allegorie doppelt ist und unter den beim Namen genannten Dingen etwas anderes bildlich anzeigt, beim Enigma aber ist der Sinn ganz dunkel und durch mehrere Bilder überschattet. Beide Definitionen weisen, was nicht verwunderlich ist, in Richtung der Rhetorik, der sich Wachinger im Folgenden verpflichtet fühlt. Seine Rätseldefinition stellt nämlich insbesondere den dunklen Stil, die rhetorische Obscuritas, in den Vordergrund. Obscuritas aber, wie wir noch sehen werden, ist auch in der Rhetorik ein weit ausgreifender Begriff, der viele unterschiedliche Tropen und Stile miteinander in Verbindung bringt. Um das Rätsel nicht mit Dunkelheiten identisch werden zu lassen, die nur bloße Verrätselungen sind, dazu rechnet er zum Beispiel dem geblümten Stil der mittelalterlichen Lyrik, der uns noch begegnen wird, präzisiert Wachinger die Dunkelheit bei Isidor. Die Bezeichnung Rätsel aber möchte ich nur gebrauchen, wenn die Dunkelheit nicht nur Stilelement, sondern Gestaltkern eines eigenständigen Sprachgebildes ist, wenn Sinn und Pointe dieses Gebildes im Verrätseln und Enträtseln gipfelt. Unter den dunklen Tropen und Stilformen fasst Wachinger dann auch verschiedene zusammen, wie beispielsweise die Metapher, die Metonymie, die Synekdoche, Paradoxie und so weiter. Wachinger denkt seine Rätseldefinition stark von der Lösung her, die, wie wir wissen, eher selten explizit gegeben ist und wenn, wie die Überlieferung von vor allem lateinischen Rätseln mit Überschriften in entsprechenden Sammlungen zeigt, dann erst noch zu entscheiden ist, ob diese dann dem Rätseltext konstitutiv sind oder nicht.
Unterschiedliche Typen von Rätseln können allgemeine und einfache Lösungen haben, wie der Grundtyp, oder komplizierte und absonderliche, wie die meisten Rätsel, die keiner mündlichen Tradition entstammen, sondern aus dem Bereich der philosophischen Betrachtung und des Dialogs oder des rhetorischen Unterrichts entstanden sind. In Wachingers Terminologie ist das die Unterscheidung zwischen Sprache und Dichtung, deren Problematik wir an dieser Stelle nicht zu diskutieren brauchen. Wachinger räumt schon zu Beginn ein, dass Unterscheidungen wie diese und andere einfach, kompliziert, geschlossen, offen, allgemein, absonderlich, wirklich, möglich und so weiter sich nicht eindeutig abgrenzen lassen, sondern eher graduell im Sinne eines mehr oder weniger sind. Die Definition des allen anderen Typen von Rätseln, Verrätselungen und rätselhaften zugrunde liegenden Formen nach Wachinger lautet in etwa so. Das Rätsel erzeugt etwas, das den Anschein des Unmöglichen oder Paradoxen hat, mit rhetorischen Mitteln des uneigentlichen Sprechens. Die Lösung ist vertraut und einfach und bezieht sich auf einen wirklichen oder wenigstens möglichen Gegenstand. Alle anderen Typen sitzen dieser Definition auf und modifizieren das ein oder andere Merkmal. Nehmen die Modifikationen zu, spricht Wachinger von nun an noch von rätselähnlichen Formen. So kommt der Schein des Unmöglichen beim Wortformrätsel nur gelegentlich vor und die Lösung bezieht sich anstatt auf einen wirklichen Gegenstand auf ein Wort in einer spezifischen Form, dem seine Semantik sekundär ist. Solche Rätsel sind etwa dieses oder dieses. Bei von Wachinger sogenannten Beschreibungen in Rätselform fällt das uneigentliche Dunkelsprechen mittels rhetorischer Tropen, die der Obscuritas angehören, ganz weg. Sie sollten demnach nicht Rätsel genannt werden, wobei zu fragen wäre, worin die eigentliche Rätselform denn besteht, wenn sie rhetorische Mittel, wie ja auch die Metrik oder den Stil, nicht einbezieht. Überhaupt sollte der Formbegriff dringend diskutiert werden. Irreführende Rätsel dagegen beschreiben ihren Gegenstand zwar metaphorisch, gehen dabei aber so durchsichtig vor, dass eine Antwort nicht sich regelrecht aufdringt. Die Dunkelheit der Rede ist demnach nur sehr schwach ausgeprägt, beziehungsweise die Metaphern sind trivial. Im rhetorischen Sinne sind sie aber welche. Allerdings lautet die Antwort dann doch anders als zunächst erwartet. Es wird also viel mehr mit der RezipientInnen-Erwartung gespielt, als dass die Frage-Antwort-Situation selbst als agonales Spiel aufzufassen wäre. Solche Rätsel stünden nach Wachinger der Neck- und Scherzfrage nahe. Wachinger zitiert ein Beispiel, das seine besondere Taktik bereits offenlegt. Man könnte in diesem Zusammenhang nun aber überlegen, wie der Text zu beurteilen wäre, wenn dies nicht der Fall wäre. Die Irreführung würde sich allein aus der Tradition ergeben, die das Rätsel eben auch mit der Verstehensanweisung überliefern, wobei durchaus auch ein genealogischer Entstehungszusammenhang angenommen werden könnte. Aus einer katechetischen Frage bzw. einer erbaulichen Frage zur Heilsgeschichte wurde ein irreführendes Rätsel bzw. eine Scherzfrage. Die Antwort lautet nämlich Kapaun, also ein Masthahn, den sich die Priester neben der Hostie offenbar täglich schmecken ließen. Verschiedene Frage- und Antworttypen seien nach Wachinger zwar dem Rätsel verwandt, in Bezug auf die Verwandtschaft von Frage, Antwort, Texten und Rätseln könnte man wieder über die genealogischen Zusammenhänge nachdenken. Vor allem, wenn es etwa um Wissensfragen im schulischen Kontext geht, in denen nachgewiesenermaßen auch viele Rätsel und Rätselsammlungen, vor allem in lateinischer Sprache, entstanden sind. Bei Fragen wie »Wer war der erste König der Juden?« oder »Wer war der erste Kaiser?« ist der Abstand zu den Rätseln des skizzierten Grundtyps mehr als offensichtlich. Sie würden wohl auch keiner anderen Rätseldefinition standhalten. Weder erzeugen die Fragen den Anschein des Unmöglichen, vielmehr sogar des Evidenten. Die Juden hatten einen ersten König und die Christen einen ersten Kaiser. Noch arbeiten sie mit Metaphern oder anderen Tropen. Allerdings sind auch hier die Lösungen einfach und beziehen sich auf wirkliche Personen, wenn sie auch historisch einmalig sind. Andere Wissensfragen, insbesondere aus dem Bereich biblischen Wissens, wirken zwar paradox, ihr Wortlaut ist jedoch nicht dunkel, wie Alcuins Rätsel von Adam, Elias und Lazarus. Die Dunkelheit der Rede ist aber für Wachinger das dominante Merkmal, so dass solche Fragen nicht als Rätsel zu gelten hätten. Was genau hier dunkel bedeutet, ist nicht ganz klar.
Sind damit nur die Tropen gemeint? Könnte nicht hier aber auch die Wortwiederholungen, die eine besondere Klanglichkeit, die vielleicht die Tendenz hat, ins Fatische zu kippen und die den Sinn überschattet, eine solche Dunkelheit im Sinne der Obskuritas produzieren? Solchen Überlegungen ist Bachinger aber ja von vornherein aus dem Weg gegangen, indem er Aspekte der medialen Verfasstheit, also Mündlichkeit und Schriftlichkeit, sowie der Gebrauchssituationen unberücksichtigt lässt. Ich gehe an dieser Stelle nicht weiter auf die Untergattungen der Frage-Antwort-Typen bei Wachinger ein. Zum Schluss stellt Wachinger das Rätsel der Allegorie gegenüber. Der Zusammenhang mit der Allegorie tut sich vor allem bei Texten geistlichen Inhalts auf, der auch in der mittelalterlichen Lyrik häufig anzutreffen ist. Wachinger teilt die verdächtigen Texte in allegorische sowie nicht-allegorische Rätsel und nicht-typisch rätselhafte Allegorien in Rätselform. Das Rätsel vom Thron Salomons aus dem Wartburgkrieg-Komplex, das Wachinger zitiert, kehrt die Rätselkriterien Anschein des Möglichen und einfacher, wirklicher Lösungsgegenstand um, indem Letzteres die Frage, Ersteres aber die Antwort beschreibt. Wieder ließe sich ein genealogischer Zusammenhang annehmen, dass nämlich das Salomon-Rätsel das Rätsel des Grundtyps spielerisch adaptiert hätte. Der Zusammenhang zum Rätsel vom schlafenden Kind aus dem Wartburgkrieg, das schon Löwenthal nur als ein Gleichnis angesehen hat, wäre demnach ein ganz anderer, als ihn Wachinger skizziert. Interessant ist in diesem Zusammenhang die Gegenüberstellung verschiedener Fassungen des Jahresbaumrätsels oder eben der Jahresbaumallegorie, die Wachinger am Schluss seiner Ausführungen vornimmt. Sie schwimmen jeweils zwischen den Kategorien, da sie die Tropen unterschiedlich einsetzen und auch die Deutungen variieren. Man muss sich hier dringend fragen, wie man mit einer historischen Perspektive solche Befunde deuten muss und wie sich literaturgeschichtliche Tradition entsprechend auf die Gattungskriterien auszuwirken hat. Die Analyse von Wachingers Definitionen und Typennomenklatur sollte Folgendes deutlich machen. Erstens, wie abhängig die Gattung ausdifferenzierenden Kategorien oder Typen von der Definition eines Grundtyps sind. Diesen Grundtypus zu finden, ist bisher oberstes Anliegen der Rätselforschung gewesen. Wir werden das vor allem bei Thomas Tomasek nachverfolgen können, der bisher die einzige monographische Arbeit zum mittelalterlichen Rätsel vorgelegt hat. Zweitens, wie einzelne Kriterien des Grundtyps der Gattung nicht genuin sind, sondern für viele Gattungen Geltung beanspruchen, die keinerlei Verwandtschaft mit dem Rätsel aufweisen, wie etwa die Verwendung von Tropen. Drittens, welche Probleme eine ahistorische Perspektive erzeugt, die wesentliche Aspekte der Kontextualisierung von Artefakten ausspart. Ob allerdings die Alternative in einem Schwurbel von Begriffen liegen muss, die Verrätselungsstrategien von Texten zu beschreiben suchen und durch ihre Pluralisierung nur das Gegenteil bewirken können, wage ich so lange zu bezweifeln, wie man an einer Gattung des Rätsels als einer ästhetischen Form festhalten möchte.